brannte, wie wir ankamen, ein Holzhaus, was direkt an das Wohnhaus gebaut war, in voller Ausdehnung. Und das Feuer ist dann unter die Dachhaut gezogen. Wir haben das Holzhaus sehr schnell gelöscht. Personen waren keine mehr im Gebäude. Die waren alle schon von selber raus. Und jetzt öffnen wir die Dachhaut, weil überall Glutnester oben unter der Dachhaut sind. Und die werden wir dann ablöschen. Löschzug 1 und Löschzug 2. Ungefähr 50 Mann werden hier sein, weil wir warten Arbeitsdienst. Kein Verletzter. Ich hole mal den Anwaltsschaden.